Hallo, herzlich willkommen in meiner Kochwelt. Ich möchte heute ein sehr leichtes Rezept machen. Es gibt heute Antipasti und zwar mache ich gefüllte Champignons und ich werde sie mit Frischkäse füllen. Das heißt, es ist jetzt so ein Rezept, das kann man vorbereiten. Bei uns gibt es das jetzt auch mal wieder als Beilage zum Grillen, denn ich finde, zum Grillen gehört nicht nur Fleisch und Gemüse, also so Gemüsespieße, sondern auch so ein paar kalte Sachen. Und das ist jetzt was, das könnt ihr vorbereiten, könnt es im Kühlschrank lagern, einfach auch mal mitnehmen, wo irgendwo hin, wenn ihr zu Gast eingeladen seid. Und das ist echt so ein richtig leckeres Rezept. Also wir essen so Antipasti auch immer ganz gerne. Wir kaufen das auch oft beim Feinkostladen, aber ich mache es auch oft einfach ganz selber, wenn ich die Zeit dazu habe. Und ja, das habe ich heute und deswegen teile ich euch das Rezept mit. Also ich werde heute die Champignons füllen. Ich habe jetzt hier bereits 500 Gramm. Im Prinzip ist es egal, ob ihr jetzt weiße oder braune habt. Ich habe mich jetzt für die braune entschieden. Dann brauche ich hier 200 Gramm Frischkäse. Ich brauche etwas Olivenöl, eine Zitrone. Dann 2 Esslöffel Balsamico-Essig, wobei ich hier jetzt eine Balsamico-Creme habe. Hier ein paar Jalapenos, ein paar scharfe, eingelegte, etwas Pfeffer und dann halt noch Gewürze. Also ich habe jetzt hier ein bisschen Thymian, ein bisschen Chili, ein bisschen Rosmarin, Salz und Lorbeerblätter. Habe hier noch frischen Schnittlauch und habe hier noch 2 Knoblauchzehen. Denn Knoblauch ist in Antipasti eigentlich immer mit drin. Und ich kann jetzt schon mal mein Öl, also ich nehme jetzt so etwa 3 bis 4 Esslöffel in die Pfanne, kann das gleich schon mal erwärmen und nehme jetzt hier die Champignons und werde da einfach immer den Stiel rausnehmen. Den braucht man nämlich jetzt nicht, müsst ihr aber jetzt nicht wegschmeißen, sondern könnt es einfach anders verwerten, falls ihr zum Beispiel demnächst eine Lasagne macht oder so oder einfach mal zum Rührei mit dazu, also könnt ihr das einfach weiter benutzen. Und die nehme ich jetzt kurz raus. Und dann nehme ich mir auch schon mal die 2 Knoblauchzehen. Also bei mir sind es halt richtig große. Das sieht man jetzt auch hier. Richtig große Knoblauchzehen. Also im Prinzip sind es fast 4, wenn man jetzt 4 normale nimmt. Und die werde ich jetzt so in 2, 3 Stücke schneiden. Huch. Okay, dann haben wir in 3. Gibt es so mit rein. Und die Champignons, die kommen auch direkt rein. Und die müssen wir jetzt erstmal andünsten oder dünsten, besser gesagt, anbraten. Und die verlieren ja gleich ihre Flüssigkeit. Und wenn die dann gleich wieder verdunstet ist, dann sind sie fertig. Also ihr müsst die Pilze und den Knoblauch bei mittlerer Hitze anbraten, sonst verbrennt euch der Knoblauch. Und jetzt gebe ich hier den Balsamico mit dazu. Also löscht es praktisch damit ab und schwenkt das so ein bisschen, damit die ganzen Pilze mit dem Balsamico eben so überdeckt sind. So. Sieht schon richtig lecker aus. Ne? Und jetzt warte ich einfach kurz, bis es nochmal verdunstet ist. Und dann sind die Pilze nämlich schon so weit und ich kann sie befüllen. Aber die Zeit nutze ich jetzt, um hier schon mal die Füllung vorzubereiten. Und zwar brauche ich ein bisschen Zitronensaft. Und den gebe ich mit zum Frischkäse, also gerade so einen Teelöffel. Dann nehme ich hier ein paar Jalapenos. Also die sind ein bisschen scharf. Gut, für manche sind sie vielleicht sehr scharf. Ich finde sie so mittelmäßig scharf. Und die schneide ich jetzt klein. Ups, ich habe meine Silikonmatte vergessen. Mit so einer Silikonmatte drunter rutscht das Ganze nämlich nicht. So. Die gebe ich jetzt auch noch mit hier rein. Dann schmecke ich den Frischkäse noch mit etwas Pfeffer ab. So. Ein bisschen frischer Schnittlauch. Geht am besten immer mit so einer Schere. Kräuterschere wäre sogar noch besser, aber sowas habe ich nicht. Siehst du, es gibt sogar was, was ich nicht habe. Dann etwas Rosmarin. Wobei, den Rosmarin gebe ich lieber gleich komplett mit dazu. Ein bisschen Chili und etwas Thymian. Und das wird jetzt kurz verrührt.
Wer möchte, könnt ihr zum Beispiel noch etwas Paprikapulver reingeben. Dann wird die Creme nämlich rot. Und jetzt habe ich hier einen Spritzbeutel gerichtet mit einer großen Lochtülle. Also wenn ihr jetzt keine Jalapenos drin habt, könnt ihr zum Beispiel sogar eine Sterntülle benutzen oder eine Rosettentülle. Aber bei mir würde es jetzt nicht gehen, weil die dann verstopft wird. Oder man püriert es halt, also das geht auch. Aber ich will es jetzt stückig drin. Der Murat macht wieder voll den Quatsch hier hinter der Kamera, deswegen muss ich ab und zu lachen. Huch. So. Und jetzt könnt ihr hier die Champignons nehmen. Die sind jetzt noch warm. Ist jetzt aber nicht schlimm. Ah, wobei, ich lasse sie noch kurz abkühlen, denn sonst schmilzt leider der Frischkäse drin. Deswegen lassen wir sie ganz kurz abkühlen. Ich nehme sie aus der Pfanne raus, geht schneller. In so eine flache Form. Und danach fülle ich sie. Meine Champignons sind jetzt abgekühlt und jetzt kann ich sie in meine Form umsetzen und dann einfach befüllen. Moritz hat mich vorhin ganz komisch angeguckt und hat gesagt, wieso sind die so schwarz? Aber wir haben Balsamico-Essig drin. Huch. So. Einfach so ein Spritzer rein. So kann man jetzt übrigens auch diese Paprikas füllen. Da gibt es ja diese kleinen, ich glaube Kirschpaprika heißen die sogar. Die sind natürlich richtig lecker. Also das ist so mein Favorit bei Antipasti. Aber die muss man auch erstmal kriegen. Und jetzt gebe ich hier noch ein Lorbeerblatt mit rein, denn ich muss jetzt die Champignons noch mit Öl überdecken und erstmal ziehen lassen. Und das Lorbeerblatt, das stecke ich jetzt einfach hier und da rein. So. Meiner Meinung nach muss natürlich da noch ein bisschen Chili mit rein, aber das mache ich mir am besten später mit drauf, wenn das Ganze schon durchgezogen ist. Heute fällt mir alles runter. Weil dann kann einfach jeder selber bestimmen, wie er das haben möchte. Also da gebe ich jetzt das Olivenöl drauf und dann lässt man das Ganze im Kühlschrank noch mal so ein paar Stunden ziehen. Könnt ihr auch über Nacht machen. So. Und nicht erschrecken, man serviert es ja später nicht mit dem Olivenöl, sondern schöpft die Pilze ja dann raus. Und das macht sie halt dann auch haltbar. Und die Knoblauchzehe, die stecke ich jetzt hier auch mit rein. Dann gebe ich denen nämlich den Geschmack auch noch ans Olivenöl ab. Wer jetzt will, noch ein Zweig Rosmarin zum Beispiel. Ich lasse es jetzt weg. Ich möchte es jetzt ohne Rosmarin. Aber so ein frischer Zweig kann ich mir ganz gut vorstellen. So. Und die werde ich jetzt gleich abdecken mit Folie und werde sie dann über Nacht stehen lassen. Aber hier habe ich schon eine kleine Kostprobe. Und so sehen sie aus. Ich finde, die sehen halt echt süß aus. Also wenn man die dann auf so einem Teller hat und dann kann man die so ein bisschen als Antipasti einfach nehmen und in den Mund stecken. Echt gut. So, Zähne wieder sauber. Und ja, ich lasse sie jetzt einfach ziehen. Murat darf später probieren. Und ihr dürft das Rezept gerne nachlesen auf sallys-blog.de. Ich freue mich schon richtig auf unsere Grillfeier. Und wenn ihr gerne noch mehr Grillrezepte sehen wollt oder so Beilagen zum Grillen, Salate, Dips und so weiter, schreibt mir einfach in die Kommentare. Das mache ich natürlich sehr gerne für euch. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Jetzt schnappe ich mir noch eine.